Was haben Sie am letzten 1. Mai, dem Tag der Arbeit, gemacht? Demonstriert oder ausgeschlafen? Wie willst du auch unter momentanen Umständen demonstrieren? So? Das ist die andere Sache. Als Querdenker geht das gerade. True. Kann man auch mal kurz den Reichstag stürmen. Ja, es steht 1-1 heute in unserer Aufnahmesession. Tja. Ich heiße Sie. Ich habe nicht gelesen, was die Antwort war übrigens. Kannst ja nachlesen noch. Dürfte ich erfahren, zu wie viel sitzt? Zwei Kandidaten. Schön. Danke sehr. Ist jemand von Ihnen neu bei Abwehr? Oh, Entschuldigung. Wir müssen immer Sie sind das. Einstellen, das dass wir hier ja nicht neu sind. Gibt es wieder besonders viel zu lachen. Kandidat 1. Dürfte ich um Ihr... Das Spiel mag uns irgendwie. Ausgezeichnet. Danke sehr. Deswegen werde ich es wahrscheinlich... Kandidat 2. Jetzt bräuchte ich bitte... Ne, passt. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir noch zu Ihren Spielertasten. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei Abwärts. Wir sehen uns ganz unten. Das Schöne ist, man hört richtig, wenn man hier drauf ballert, auf die Tasten. Muss ja auch sein, das ist keine richtige Tastatur. Eindeutig. Und hier ist sie wieder, die Quizshow, bei der Hochkultur und Popkultur aufeinanderprallen. Ich hasse beides. Bonjour, buongiorno und guten Dings, Tag. Sie haben am 1. Mai ausgeschlafen? Ja. Gut so, denn ich erwarte ausgeschlafene und aufgeweckte Kandidaten, wenn ich hier schon für Sie schuften muss. Wie wir ja wissen, erhöhen spitze Metallgegenstände das Denkvermögen. Sie wissen ja, keine verlogenen Gefühlsduseleien. Wenn Sie auf Reißzwecke setzen im Unterricht. Nageln Sie ihn mit allem, was Sie an Munition haben. Tja, bleibt mir noch Ihnen schöne... Solange nicht die Frage ist, was an Pfingsten gefeiert wird, ist alles gut. Gut nicht raus. Und hier die Kategorie für diese Frage. Was wird an Chanukka gefeiert? Heul doch! Ach, was gibt es nicht alles für traurige Feiertage? Den Karfreitag, den Totensonntag, den Volkstrauertag. Aber... Das ist der Volkstrauertag. Wenn für Sie gerade Heultag ist, was haben Sie dann soeben erlebt? Ihr Urlaub ist zu Ende gegangen. Sie haben ein Kind geboren. Sie haben einen schweren... Sie wissen die Antwort, Kandidat 2? Das ist... Richtig. Wollte schon sagen. Der sogenannte Heultag ist eine kleine depressive Verstimmung, die bei frischgebackenen Müttern häufig am 3. Tag nach der Geburt auftritt. Okay, andere Herleitung, aber passt schon. Die andere hat noch weniger Sinn gemacht. Kandidat 2, versuchen Sie einen möglichst hohen Einsatz. Und diese Frage läuft unter der Kategorie... Am 7. Tage sollst du schlägern. Fertig oder nicht? Hier kommt die Frage. Hätte Box-Champion Henry Maske einmal einen Titelkampf am englischen Boxing Day ausgetragen, was hätte er dann passenderweise im Ring tragen können? Eine Narrenkappe und ein Clownskostüm? Kandidat 1, zeigen! Boxing. Sie müssen antworten, Kandidat 2! Sie meinen, Antwort 3 wäre richtig? Okay. Das ist falsch. Ich hab keine Ahnung. Henry Maske mit bemalten Eiern. In der Hand? Ich kenne den Boxing ja nicht. Narrenkappe. Christbomben. Hornets. Nee, du. Oh weh, oh weh, oh weh. Die wär's gewesen. Der Boxing Day ist in England der zweite Weihnachtsfeiertag. Angeblich soll Henry Maske vor dem Kampf stille Schlacht, heilige Schlacht gesungen haben. So viel wie ich mich mit Briten unterhalte, habe ich noch nie Boxing Day als Wort für den zweiten Weihnachtsfeiertag gehört. Da musste Mr. Bean mal zuhören. Nicht der Jackpot, aber auch nicht zu verachten. Die Kategorie. So feiern wir denn heute den Dingsbums. Denke ich mir bei jedem Feiertag. Wie Sie ja sicher wissen, feiert die christliche Kirche alljährlich am 8. Dezember Maria Empfängnis. Das ist soweit schön und gut. Aber schön. Was könnte Maria selbst zu Lebzeiten an Maria? Kandidat 1? Und reingefallen! Ich bin raus. Trauen Sie sich was, Kandidat 2? Nehme ich mit, den Vorsprung aus der Frage. Halt's mal. Gar nichts wäre so typisch hier unter Jack. Der Papst hätte es gewusst.
Ja. Wow. Er konnte an Maria Empfängnis noch gar nicht sagen, weil an diesem Tag nämlich sie selbst erstmal von ihrer Mutter empfangen wurde. Ebenfalls unbefleckt. Hätte auch keinen Sinn gemacht, 8. Dezember bis 24. Dezember, ne? Das ist einfach Marias Geburtstag. Ich hasse Christen. Ich hab's dir schon gedacht, aber ich wollte bei dem Betrag nicht mehr anbassern. Für 8 Millionen im Jahr spiele ich auch passionierter. Okay, es ist wieder ein spannender Fußballnachmittag auf Schalke. Schalke versucht ein gepflegtes Kurzpassspiel aufzuzeigen. Kann wieder rein, sie müssen antworten. Drei sagen sie. Keine Ahnung, ich hab mich aufgepasst. Passionsspiele sind volkstümliche Darstellungen des Lebens von Jesus. Einfach. Ich glaube, aber es ist nach wie vor ein Foul, wenn man. Und wann habe ich zuletzt was von Passionsspielen gehört? Genau, als ich das erste Mal was davon gehört habe, nämlich vor 4 Wochen circa. Sie haben sich selbst genagelt. Schade. Aber der Tausender passt schon. Sie haben sich selbst getrollt. Korrekt. Kandidat 1 fällt. Komm, ich hol jetzt wieder auf. Ja, jedes Jahr zu Weihnachten, da krieg ich Unterhosen. So, bei dem Bonus lohnt sich ja fast gar nicht mit meiner Taktik. Okay, nochmal zur Erinnerung. Spielertaste drücken, wenn der Anfangsbuchstabe des gesuchten Begriffs aufleuchtet. Wer als erster alle 5 Buchstaben gesammelt hat, der ergattert den Bonus. Und 2000, wow. Und los geht's. Kopfweh, Tag nach Silvester. Nein. Oh. Achso. Ah, okay. Ich hatte gut kleiner. Die super heißen Sommertage. Okay, da halt nicht. An der Krippe, und Esel. Ich check's grad gar nicht. Ach, genau. Ventfeuer. Nicht Adventsfeuer. Ventfeuer. Tag der deutschen Einheit. Gut reagiert. Wenn Christus in die Luft geht. Himmelfahrt. Der 7. Tag. Ah. Sonntag. Himmlische Heerscharen. Engel. Achso. Kandidat 2, noch ein Buchstabe, dann gehört der Bonus Ihnen. 11.11. 11 Uhr. Wie können Sie es nur erraten? Tut der Christbaum, wenn er echt ist? Wachsen. Stechen, pieksen? Ach, Nadeln. Ja, okay. Anderes Wort für Festtag seines Namenspatrons. Namenstag, ne? Ja, super einfach. Nein, als ob du nichts bekommen hast. Ich hab extra gespammt. Kek. Hast du davon? Jetzt. Ich hab doch. Bam. Boah. Kann man auslippen, ey. Bullshit. Und der Fakt, dass ich jetzt nur minimal mehr habe als du, dadurch. Ja, ich habe schon die ganze Zeit darauf spekuliert, dass jetzt mal langsam O kommt und dann kommt es erstmal nicht. Christus. Schade. Egal. Das war eine seltsame, spannende Bingo-Runde. Kann man auch aufholen. Aber nicht mit 371. Das hat sich gelohnt. Die Kategorie. Du sollst keine anderen Plastiktiere neben mir haben. Okay, stellst die Frage einfach. Okay. Dass es einen grünen Donnerstag gibt, wissen Sie. Und dass der Frohenleichnamstag A immer auf einen Donnerstag fällt. Und heute ist? B im Volksmund gerne als Happy Cadaver Day verballhornt wird, wissen Sie auch. Und dass in Kinderüberraschungseiern öfters Happy Hippos drin sind, das könnten Sie ebenfalls wissen. Aber... Scheinbar geklappt.
Würde man den Happy Cadaver Day in Happy Hippo Day umbenennen, wie könnte der Tag dann eingedenk der Farbe der Happy Hippos noch heißen? Pink Donner. Sie sind am Drücker, Kandidat 1. Zwei? Ja. Du hast hier Shift Caps Lock angemacht, hast, deswegen ging es nicht, deswegen ging es bei mir aber. Und für die, die es interessiert, der ganz offizielle Name des Blau-Donnerstags wäre Hochfest des Leibes und Blutes der Happy Hippos. Ich mochte die noch nie. Kandidat 1, Sie haben es in der Hand. Spielertaste drücken, wenn ein möglichst hoher Betrag erscheint. Jetzt. Hab schon höhere Beträge gesehen, hab schon niedrigere gesehen. Die Kategorie. Unser Festtagsmenü. 20 Schachteln Valium. Kandidat 1, nur so ein Gedanke, aber jetzt könnten Sie aus den Miesen rauskommen, wenn Sie die richtig beantworten. Wie gesagt, nur so ein Gedanke. Wenn Sie den Siebenschläfertag am nächsten 27. Juni so begehen wollen wie die Original-Siebenschläfer, wie lange sollten Sie dann schlafen? 7 Tage, 7 Wochen, 7 Monate oder 195 Jahre? Ich hoffe, du bist gezwungen, die zu antworten. Ich gehe nicht davon aus, dass ich gezwungen werde. Ich habe aber eine sehr, sehr starke Tendenz. Okay, ich erkläre es Ihnen. Im Jahre 251 wurden angeblich 7 Brüder während einer Christenverfolgung in einer Höhle eingemauert und erwachten erst im Jahr 446 wieder zum Leben. Das 495. Einfach immer die bizarrste Antwort. Es ist immer die bizarrste. Wie die Jungs danach ausgesehen und gerochen haben, ist zum Glück nicht über. Ich riskiere zu wenig. Das ist echt schlimm. Einfach immer das bizarrste. Na, dafür lohnt es sich doch wenigstens anzutreten. Ach, die Kategorie. Ich doch nix, seien blöd. Was letzte Preis? Gut zuhören und im Bedarfsfall die richtige Antwort eintippen. Stellen Sie sich vor, Robinson Crusoe wäre so ein bisschen ein christlicher Glaubenseiferer gewesen. Hätte Robinson seinen Gefährten Freitag nach dem höchsten protestantischen Feiertag Deutschlands benannt, der auf einen Freitag fällt, wie hätte er dann geheißen? Scheiß Ketzer, keine Ahnung. Freitag? Konfirmationstag. Nicht Karfreitag, oder? Das wär's gewesen. Nee, ne? Hätte ihn das ist doch viel zu leicht für eine offene Frage. Egal. Okay, ich hätte 2 Fragen in Folge gewusst, die ich einfach nicht genommen habe. Sehr gut. RIP 14.000. Ja, das waren meine 14.000. Scheißegal, Hauptsache Party. Auch ganz Querdenker. Okay, 3000 und ein paar Zerquetschte zu holen. Berlin. Würden wir aus den Horrorkostümen, die die Amerikaner an Halloween tragen, auf das Aussehen der Leute schließen, deren Festtag Halloween? Sie kennen die Antwort, Kandidat. Eine Antwort wie eine aufmüpfige Hämorrhoide. Ja, keine Ahnung, wie jetzt mal. Aus, Kandidat 2? 1 oder 4? Oh, 1 oder 4? Haben die das auch geklaut, der Typ? Ja, ich überlege gerade. 1. Weil es ist ja irgendwie Geistervertreibung. Damit passen sowohl 1 und 4 nach der Logik. Halloween Party auslassen, aber von nix ne Ahnung haben. Halloween nein? Bedeutet okay. Eigentlich Allerheiligen. Aber wenn man so Allah einen übergewichtigen... Ach so, stimmt, folgt auch direkt. Sieht, ja, Allerheiligen ist ja der 31. Halloween dann der 1. Umgekehrt. Kandidat 1, drücken Sie Ihren Buchstaben, wenn ein möglich vor. Ja, umgekehrt sogar. Ich bin doof. Ich feiere die Sachen eh alle nicht, deswegen ist mir eh egal. Ja, das kommt im Verfall, das ist ja anders. Ich verschanz mich an beiden Tagen eh immer im Zimmer. Das Wort erscheint, das zu den beiden vorgegebenen Ausdrücken passt. Und denken Sie dran, sich die richtigen Antworten für die Bonusrunde am Ende der Frage zu merken. Ja, Mann. So, genug gequatscht. Wir geben Gummi. Militärische Blasmusik und Land hinter den Deichen. Was haben Deichmann. Diese beiden gemeinsam? Mhm. Ich bin doof. Ja. Ja. Marschmusik. Liegt irgendwo im Pfeffer. Und sagt dem Fuchs gute Nacht. Hase liegt im Pfeffer vergraben, Sprichwort. Helgoland und Amrum sind es. Die Shetlands auch. Fake. Yeah.
die Verbindung aber schon immerhin. Liebes Gut von Prometheus! Ah. Und der Chef macht's unterm Hintern! Ach, jetzt halt. Komm. Weibliche Keimzelle! Und ach du dickes solches! Wo war ich? Nein! Idiot. Wenn die ersten beiden Buchstaben halt gleich sind, ne? Idiot. Ja, selbst schuld. Idiot. Okay. Die schönen Weihnachtsglocken. Okay, jetzt haben sie noch eine Chance auf den Bonus. Was haben alle richtigen Antworten, die wir eben gesehen haben, gemeinsam? Easy. Waren das alles Zitate aus Sonntagspredigten? Ja, bestimmt auch. Protestantische Feiertage. Ja. Osterinsel, Osterheim. Osterlamm habe ich noch nie gehört. Doch. Noch nie? Osterlamm. Das backt man eigentlich. Was ist das scheiß Osterlamm da gleich? Der Show noch in die Osteria will, machen wir jetzt schnell weiter. Schön was essen noch. Kandidat 2, Sie haben im Moment die Nase vorn. Tun Sie was dafür, dass das so bleibt. Ja, aber nicht viel. Kandidat 2, Zeigefinger durchladen. Natürlich geht auf die Pussy jetzt. Ja, nein, ich habe einfach zufällig gedrückt, klar. Stein und Osterei bricht. Aber erinnern Sie sich auch an den Schlager von Monika Morell? Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an, nee, weil ein Sonntag mir meinen Glauben nahm. Ich habe hab so weiter. Gehirn. Hätte der Schlager geheißen, ich fange nie mehr was am 49. Ja, Kandidat 1? Nein, nein. Ja, okay, dann ist es der andere Bullshit. Nein. Ja, whatever. Don't care. Worauf warten Sie, Kandidat 2? Ich hab keine Ahnung, was mich nicht interessiert. Okay, Lol. Kandidat 2. Ich will ein bisschen sein. Nein, Christi Himmelfahrt eins, ist ne? 39 ja. Tage nach Ostern. Für Sie hingegen geht es nicht himmelwärts, sondern abwärts. Ich kenne mich mit denen allen nicht aus. Schwer war's ja, doch jetzt und auch das nicht. Wissen, dass Christi Himmelfahrt nach Ostern ist mehrere Wochen, bringt einem da auch nichts. Nach dem Ostersonntag. Tja. Am Pfingstsonntag ist der Christenmensch also vor Monika Morell sicher. Dafür hat er an dem Tag dauernd so eine lästige Feuerzunge über dem Kopf. Und solange beide falsch sind, ist er ja auch immer scheißegal. Kandidat 1 von Ihrem Zeigefinger hängt der Einsatz für die nächste Frage ab. Wir wollen es sehen. Okay, die Kategorie für diese Frage. Hilfe, ich bin total auf der Rolle. Okay, Rollenspielfreaks, aufgepasst. Wenn Sie am 30. Boron, das Fest des großen Schlafes, und am 16. Fex, den Tag des Fex, begehen, wo befinden Sie sich dann? In Aventurien, in Grönland, in Britannia oder auf Katan? Ja, viel Spaß. Meinen Sie, ich drücke jetzt? Ja. Nee. Ich bin bloß gezwungen, jetzt ehrlich. Kandidat 2, glauben Sie dir das? Schauen Sie nicht? Sie denken sich, ich lieg doch in Führung. Warum soll ich riskieren, eine falsche Antwort zu geben? Ja, ja. Aber so einfach kommen Sie uns nicht davon. Ich finde, Sie könnten die Frage jetzt gleich mal beantworten. Was meint denn unser Publikum? Feigling! Sie wissen die Antwort, Kandidat 2? Grönland schließe ich aus, weil es wenig Sinn machen würde. Der 30. Boron und der 16. Fex sind Feiertage im DSA-Land Aventurien. Wow, wie wird er gekürt? Und ich habe gehört, dass richtige Rollenspielfans am Tag des Fex mindestens dreimal miteinander fecken. Oder heißt das Fexen? Ach, schreibt mir das doch mal deutlich auf meine Kärtchen. Kandidat 2, Sie bestimmen den Einsatz für die nächste Frage. Drücken Sie Ihren Buchstaben bei einem möglichen Nee. Ach, immerhin. Ja, viele Hörer waren da jetzt auch nicht immerhin, bei. Immerhin. Ja, 2,6. Durchschnitt ist Nummer 2. Normalerweise bei Jack Attacks. Zur Feier des Tages hier noch ein Tipp. Och nein! Ich kann sowas nicht. Scheiße. Ja. Bisher gehen die aber noch. Doch, klar. Mhm. Da haben wir gerade noch drüber geredet. Ja. Ja,
so wenig Tage wieder kommen, muss das jetzt ja sein. Scheiße. 25. April? Ja. Merke ich mir. Der Endstand. Immer wieder positiv, aber eng. Kandidat 2 gewinnt. Zu wild. Jetzt schneide ich ja eh schon wieder raus, den Ton. Schade.